camera. I've got a face. Can you see my face? No glasses face? You can see her face. What about my face? Well, I've got a mask. Can you see my mask? Das war ein Einblick in Joy Bulambinis TED-Talk. Sie ist Informatikerin und hat während ihrer Forschung bemerkt, dass fast durchwegs alle Gesichtserkennungsalgorithmen ihr Gesicht nicht identifizieren können. Im Videoausschnitt haben wir gesehen, dass die Software die weiße Maske sofort als Gesicht erkennt, das Gesicht von Joy jedoch nicht. Offensichtlich haben die DesignerInnen die Algorithmen der Software nur mit weißen Gesichtern trainiert und dadurch ein weißes Gesicht zur Norm erhoben. Durch diese Normsetzung werden vorherrschende Ungleichheiten zementiert. People of Color und schwarze Personen werden durch die Technologie anders behandelt. Und leider ist das kein Einzelfall. Technologische Errungenschaften geraten zu Recht immer wieder in Kritik, da sie Diskriminierung reproduzieren. Eine diskriminierungskritische Perspektive auf Algorithmen ist deswegen notwendiger denn je. Damit stellen wir Fragen ins Zentrum, die die vorherrschenden Machtordnungen, wie beispielsweise Rassismus und Sexismus, sichtbar machen sollen. Zwei hartnäckige Mythen erschweren es aber immer wieder, dass solche diskriminierungskritische Fragen in neue Forschungsprojekte oder in das Design von neuen Technologien mit einfließen. Das ist erstens der Mythos, Technologien sind objektiv und neutral, und zweitens der Mythos, Technologien bestimmen unser Leben grundlegend. Wir haben wenig bis keinen Einfluss darauf. Wir können den ersten Mythos als sogenannten technologischen Objektivismus bezeichnen und den zweiten als technologischen Determinismus. Der technologische Objektivismus besagt, dass ein Algorithmus neutral sei, weil er lediglich eine Reihe von Anweisungen beinhalte, die auf Daten angewendet würde. Die Daten lägen als quantifizierte Fakten vor und können keine Verzerrungen oder Vorurteile enthalten. Diese Objektivitätsillusion kann relativ schnell gekontert werden. Algorithmen werden entweder direkt von Menschen entwickelt oder entwickeln ihre Logik beim Selbstlernen auf der Grundlage von Prozessen, welche Menschen gestaltet haben. Sie sind weder objektiv noch neutral. Sie sind das Ergebnis menschlicher Überlegungen und vielleicht auch von Machtinteressen und Unwissenheit. Das Beispiel der Gesichtserkennung zeigt, wie stark die jeweiligen Technologien davon abhängig sind, wer diese mit welchen Daten erschaffen hat. Der technologische Determinismus geht von der Vorstellung einer autonomen Technik aus, die nicht aufzuhalten sei und zu ständigen Verbesserungen führe. Technik besitze eine Eigendynamik, die unabhängig von sozialen Kontexten sei. Gleichzeitig wird Technik in dieser Logik als die treibende Kraft für gesellschaftliche und soziale Entwicklung und Fortschritt gesehen. Es ist nicht abzustreiten, dass Technologien einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Wie bereits beim ersten Mythos wird aber auch hier vergessen, dass es Menschen sind, welche diese Erfindungen machen und entscheiden, ob gewisse Technologien überhaupt eingeführt oder umgesetzt werden sollen. Obwohl diese Mythen seit Jahrzehnten herausgefordert werden, schreiben sie sich immer wieder hartnäckig fort. Eine diskriminierungskritische Perspektive hinterfragt diese neutrale Konstruktion von Technologie. Sie geht von einer Koproduktion von Technik und Gesellschaft aus. Sie nehmen gegenseitig Einfluss aufeinander. DesignerInnen, HerstellerInnen und NutzerInnen von digitalen Technologien werden als handelnde Personen verstanden, die substanziellen Einfluss auf die jeweiligen Entwicklungen nehmen. Die jeweiligen DesignerInnen bringen ihre Vorstellungen, Vorurteile und Annahmen in die Technikproduktion mit hinein.
Auch wenn das unbewusst und nicht absichtlich passiert, beeinflusst es die Produktherstellung maßgeblich. Diskriminierung wird unter Umständen in den Algorithmus eingebaut. Die Gefahr der Diskriminierung ist dann insbesondere groß, wenn das Team relativ homogen ist und die Designerinnen von ihren Vorstellungen und Bedürfnissen auf die der Zielgruppe schließen. Das kann auch als I-Methodology, Englisch für Ich-Methodologie, bezeichnet werden. Wie das Bild veranschaulicht, schließt diese unreflektierte Ich-Methodologie ganz viele Personen aus, die nicht dieselbe Erfahrung und soziale Position wie die EntwicklerInnen haben. Ein weiteres Beispiel für diskriminierende Algorithmen sind Spracherkennungssysteme. Oft werden höhere Stimmen nicht erkannt, weil die Designer ausschließlich männlich waren und ihre eigenen Positionen und Wahrnehmungen nicht hinterfragten. Dadurch haben die Designer nicht ein universelles und neutrales, sondern ein ganz spezifisches Spracherkennungssystem für männliche bzw. tiefere Stimmen erstellt. Die Universalisierung des männlichen Standpunktes ist in der Tech-Branche immer noch ein großes Problem. Seit Jahren gibt es unterschiedliche Initiativen, um den Frauenanteil in diesen Berufen zu erhöhen. Das ist bis anhin aber immer noch nicht nachhaltig gelungen. Das hängt unter anderem mit den kollektiven und stereotypisierten Vorstellungen zusammen, dass Männer und nur Männer in der Tech-Branche arbeiten. Diese kollektiven Vorstellungen sahen aber nicht immer gleich aus und sind historisch gewachsen. Gerade zu Beginn der Computergeschichte haben vor allem Frauen das Programmieren übernommen. Programmieren wurde als eine weibliche Tätigkeit angesehen und somit auch oft unterbezahlt. Mar Hicks zeigt im Buch «Programmed Inequality» auf, dass Computer und Algorithmen kein revolutionäres Werk weniger Männer sind, sondern maßgeblich und insbesondere von weiblichen Arbeitskräften entwickelt wurden. Dabei trafen institutionalisierte Ungleichheiten gerade Programmiererinnen besonders hart. Als das Prestige des Programmierens und allgemein die Arbeit mit Computern zu steigen begann, wurden die weiblichen Arbeiterinnen systematisch durch Männer ersetzt. Es gab einen sogenannten Genderflip. Die männlichen Programmierer übernahmen dabei dieselbe Arbeit wie die Frauen. Lediglich das Prestige der Arbeit veränderte sich. In einer sexistischen Gesellschaft ist es nicht möglich, dass Frauen einen solch prestigeträchtigen Job besetzen können. Deswegen wurden sie durch Männer ausgetauscht. Sexistische Strukturen schreiben sich somit tief in die Computergeschichte ein. Ein Geschlecht sagt nichts darüber aus, ob jemand programmieren kann oder nicht. Indem wir diskriminierungskritische Perspektiven anwenden, können wir solche vermeintlich universellen Narrative herausfordern und ihre sozialen Konstruktionen aufzeigen.